Vetter, sagt uns, ist die Mutter tot? Nein, Kinder, sie ist heimgesucht. Doch euer Heim sucht sie nicht mehr und hat sie, glaube ich, im Grunde nie gesucht. Ihre Wohnadresse ist verloren. Ja, das Schafott fürchtet die Mutter und fürchtet sie auch wieder nicht. Wer kann in ihren Kopf hineinsehen? Nur der Strick. Und auch der Strick sieht ihn von außen. Ja, ihr papiernes Haupt steckt jetzt in eurem Rahmen im Wohnzimmer. Auch auf Postämtern kann man es finden und in Polizeistationen. Von dort zumindest kann es nicht mehr fliehen. Das ist die Strafe und es wird noch dicker kommen. Sie, die Mutter, ist ein Bund, dem niemand bietet mehr die Hände. Überschätzen sollte man sie auch nicht, eure Mutter. Ihre Theorien sind auf Sand gebaut. Wahrscheinlich hat sie keine und behauptet alles, ohne vorher auch nur einmal nachzudenken. Denn für die Frau stellt sich das Sinnproblem viel unausweichlicher und auch massiver als für Männer. Ja, die Frauen haben ein Emanzipationsproblem dazu. So sieht es für uns aus, denn wir sind alt und wissen es besser. Was weint ihr denn so oft und schlagt die Brust, ihr lieben Alten, die ihr sie noch kanntet? Sie wäre irgendwann ja selber alt geworden. Nun, sie wird es nicht. Was ruft ihr sinnlos? Oh, Ulrike, Maria Unglückselige. Und überhaupt, was nennt ihr uns, die armen, ausgestoßenen Waisen, da unsere edle Mutter noch am Leben? Ihr argen Kinder missversteht uns ganz. Das macht die Ganztagsumerziehung wohl durch eure Mutter. Ihr könnt nichts dafür. Was seht ihr, wenn ihr in die linke Ecke schaut? Der Job ist schwierig. Eure Mutter macht schon wieder eine Leseliste, stellt sie zusammen aus dem eigenen Heidebürge von Gedrucktem, aus dem heraus ihr Feuer lodert, ohne dass es sie verbrennt. Trotzdem, es wollen die Arbeiter wohl nicht zurecht. Sie können dich in Unannehmlichkeiten bringen, falls du dich mal für sie einsetzt. Und du kannst dann Schwierigkeiten kriegen, wenn du deinen Job machst. Dieser Job, er heißt für eure Mami und in den ereignisreichen Märchen ihrer Terrorbande Revolution. Lest nach, wenn ihr schon lesen könnt. Wir wollen keine Bücher oder Broschüren lesen. Wenn wir sehen, wie jemand ein Verhältnis und ein Feuer hat im Herzen, wollen nicht länger hören, was wir dauernd hören. Oh, die Wirtschaft steckt in Schwierigkeiten. Nicht möglich. Was? Schon wieder? Bedeutet diesmal Revolution? Nein, wieder nichts. Denn wann und wo tut sie das nicht? Die Wirtschaft, wahrlich. Wir Alte sagen euch, nichts steckt ja derart ausdauernd in Schwierigkeiten wie die Wirtschaft. Denn die Wirtschaft ist die Schwierigkeit persönlich. Die leidet immer unter was. Ja, vielleicht ist sie ein Hypochonder, diese Wirtschaft. Boomen tut sie ja anderswo, wo wir nie sind. Das ist doch ihre Art. Doch dass sie überhaupt noch lebt, das wundert uns jetzt schon. Die Menschen werfen mit dem Geld um sich oder wollen es doch zumindest einmal können, wenn auch nur auf dem Papier. Das ist wie Reisen. Kataloge werden aufgeschlagen und auch wieder zu. Doch wie viel wir von ihnen kaufen, diese Waren sind auf einem schlimmen Pfad und nehmen einen strengen Lauf. Wie das Gesetz, doch kein Gesetz gibt es, das Waren etwas vorschreibt. Erst Europa, ganz Europa wird das schaffen. Doch das dauert. Das dauert Jahre noch, bis endlos langer Schlaf die Lagerflächen und der Mensch die Liegeflächen flieht, weil er dann endlich einen Job hat
und die Revolte niemand nötig mehr befindet. Die hat noch nicht mal einen Keim, den man ersticken könnte. Die ist eine Totgeburt. Ach ja, und Terror wird dann nicht mehr Terror sein. Man wird ihn den Terrorismus nennen, was nur Übermut von jungen Menschen ist, die nichts als Coca-Cola trinken möchten in den fernsten Ländern und dazugehören. Keine Ahnung haben wir. Wir Alte, wer zu wem gehören möchte, aber bitte sollen sie halt dazugehören, solange wir es nicht sind. Wir sind der Tod. Zu dem wollen sie doch sicher nicht. Wer Arbeit kriegt, der lebt in China oder Indien und der lebt nicht schlecht, verglichen mit all denen, die bereits gestorben sind. Dort zieht die Arbeit hin jetzt. Schwer ist ihr Koffer mit den Lohnkosten befrachtet und sie wirft auf ihrem Wege alles ab, vor allem diese Kosten, bis sie endlich landet ganz befreit. Doch das passiert nun leider nicht bei uns. Bei uns sind alle frei, doch niemand wird befreit, auch nicht von sich. Dort lebt die Arbeit jetzt, die wankelmütige Touristin in China, Indien, Bangladesch. Da darf sie sich dann austoben, man kann jetzt schon darauf wetten. Ja, dafür sehen wir am Horizont die Flammen neuer Bürgerkriege steigen. Diesmal heißt es nicht Bürger gegen Bürger, sondern Bürger gegen nackte Nichts. Doch keine Angst, sie sinken wieder, nicht die Bürger, ja die auch. Doch mehr die Kriege, wenn man lang genug nur wartet. Oder all die Kriege wartet mit einer Kanne Öl oder all die Brände austritt, die man lieber trinken mag als trinken. Himbeer oder Kirsch? Schaut euch andere Länder an, es ist doch überall das Gleiche. Am Ende bleibt die Anstrengung, Mensch zu sein. Wir haben das schon lange aufgegeben und uns in Ruhe für den Tod entschieden. Denn wozu Mensch sein? Mensch ist man von selber. Wohin auch immer Menschen ziehen, es wandert eure Mutter mit. Zu den Verlorenen, darunter tut sie es nicht. Wo die Verlorenen sind, dort will auch sie sein, das ist logisch. Sagst du heim zu ihr? Meint sie Erziehungsheim und nicht das ihre Schöne, das sie jetzt schon hat? Allein die neuen Möbel und die Villa an der Elbe! Völlig Unbekannten bietet sie die Hände, eure Mutter. Sie mit starken Arm vor Armut ab sofort zu retten. Rasch nur raus, woraus auch immer, denn sie muss befreien, wen auch immer! Was in dem Flüchtlingslager euch erwartet wird. Nur der Tod. Ihr wäret in die Luft geflogen, nichts hätte euch dort retten können. Da seid froh, dass ihr jetzt wieder hier seid. Wir alte Leute haben das vorhergesehen und holen euch heim, das heißt, lassen holen euch. Um dann für den Rest eures Lebens in euren Augen euren Kampf zu sehen. Um die Mutter, die jetzt weg ist. Ihr lieben Kinder, Früchte ihres Leibes. Beides. Soll sie leben oder was? Nein, 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 nein! Leben soll sie nicht! Das Weib hat kein Gewissen. Nur die Gnade kann ihr jetzt noch helfen. Nein, die kriegt sie nicht. Vergesst sie. Beides. Gnade euch wie eurer Mutter, der nur ein Gott noch gnaden kann. Vergesst sie. Doch, was machen wir jetzt mit euch? Zum Erziehen sind wir wohl zu alt. Ein anderer müsst euch nehmen. Wir haben keine Zeit. Wir kümmern uns ja schon um die vertriebenen Verbände aus dem Osten. Für die in Zukunft Scheiben werden wir verstärkt. Was macht ihr da? Na kommt her, ihr armen Kinder. Na komm her. Ihr seid ja heute schon vertrieben. Hm? Ihr Väter konnten ursprünglich eurer Mutter Glauben an Reformen teilen, dass man jetzt mit mehr Olivenöl als Butter kochen soll. Doch dann folgten wir nicht mehr. Es war uns nicht mehr möglich. Schließlich hätte sie uns folgen müssen. Die Erfahrung liegt auf unserer Seite. Was sagt ihr dazu? Also ihr wärt gar nicht in Hamburg? Hätte man euch nicht zwangsweise zurückgeholt? Nein. Warum bleibt ihr nicht vor? Ach, ihr wolltet nicht ins Waisenhaus. Na, da habt ihr recht. Bei uns daheim, im Altersheim, ist es viel schöner. Gut, dass ihr zurückgekommen seid und... Wieso habt ihr euch billig kaufen lassen, liebe Kinder? Wieso habe ich euch bloß zum Einkaufen geschickt? Ja, das habe ich gar nicht. Ich habe euch nicht geschickt, ich habe euch mitgenommen. Habt ihr, weint, da ihr keine Mutter habt? Und Hamburg in der Italiener Corneo, wo wir einst saßen und diktierten. Ja, bis man uns gelesen oder nicht, das blieb sich gleich. Obwohl ich sagen muss, dass damals echte Menschen uns gelesen haben. Information war damals Diskussion. Heute ist die Ware an den Tischen. Einkaufen, essen, dann zum Italiener, nochmal essen. Ja,
auch wenn man gar nichts braucht, da holt man sich's trotzdem. Essen gehen, essen gehen. Dann ist es zu Ende, doch hat man immerhin gegessen vorher, um die Zustimmung der Massen zum bewaffneten, angeführten Kampf bewirken wollen zu können. Ach, wie gerne hätten wir die repressiven ideologischen Apparate selber noch erlebt. Doch diese Offensivposition gab's nur für dich. Wir hatten nicht die Wahl. Sonst hätten für die Illegalität wir uns ja auch entscheiden können. Nur mit Gequatsche, da kann man die Szene des Politischen noch nicht verändern. Jedenfalls nicht grundlegend. Schon gar nicht durch den Kampf einiger weniger in Waffen. Aber das wollen wir nicht wissen. Uns, die Kämpfer, die darf nämlich nie etwas ablenken von ihrem Vorgehen und der Weise ihres Vorgehens, die darin besteht, dass sie uns eben vorgehen. Ja, und dann sind sie weg. Beamte haben sie von weitem kommen sehen und sie kassiert wie Kleingeld, dass so nichts mehr gut ist. Wir können jetzt schon sagen, dass der Terror eurer Leute und die radikalsten Spieler, euer Terrorismus, nicht als sozialistisch angesehen werden kann. Nein, das ist keine linke Politik. Das ist im Gegenteil Gefährdung linker Politik. Was wollten wir noch sagen außer dieser Binsenweisheit? Kinder, hattet ihr nicht selbst den Eindruck, dass sie selbst das irgendwann geahnt? Sie konnten es allerdings nicht zugeben. Denn eine Zugabe gibt's nicht im Knast. Da gibt's gar nichts extra. Wieso holt man euch heim, hä? Für uns was nicht. Wir hätten gut auf euch verzichten können. Ja, viel lieber spielen wir im Grab mit unseren eigenen Knochen. Niemals erlöschen wird mein Hass gegen die Väter, von deren Anspruch Ruhe ich mir niemals schaffen kann. Und auch da hinten, da sehe ich mehr, noch viel mehr Väter. Ich glaube, außer mir sind alle Menschen Väter. Das sage ich, die Mutter, die sich als Mutter nicht betragen will. Ja, denn für die höheren Beträge, da ist ja meist der Vater zuständig. Warum hat man euch geholt? So spricht er da schon wieder. Ja, bloß weil ihr da wart, das heißt dort. Den Fehler hat schon diese Königin, wie üblich ganz sie selbst, die ich nicht sein möchte, auch schon gemacht. Ja, einen weißen Pulli einholen, bloß weil sie gerade da war. Jetzt muss sie betteln drum. Ich hoffe, sie hat ihre eigenen Väter, die ihr einen kaufen. Eure Mutter, die kommt euch lebend kaum mehr vor Augen. Jetzt haben euch die Väter. Macht ja nichts. Ihr seid ja liebe Kinder, unverdorben von der Mutter. Und den Rest, ja, den gewöhnt sie euch auch noch an. Ja, gut. Ich höre schon auf. Ich möchte jetzt die These euch erläutern, dass der individuelle Terrorismus dieser Gruppe und auch anderer stadtgerechter Gruppen nicht als radikale Spielart linker Politik verstanden werden kann, dass er vielmehr und objektiv der Reaktion nur in die Hände arbeitet. Und zwar möchte ich vor allem an dem Beispiel dieser längst verstummten Leute auf die Grundirrtümer und wahnhaften Verzerrungen der Wirklichkeit euch weisen, die dem Terrorismus als einer Verzweiflungsform der sozialistisch sich nicht nennenswerten Praxis oder einer sozialistisch wenigstens gemeinten Praxis seit den Anfängen zugrunde lagen, bevor zugrunde gegangen sie dann sind, endgültig. Und ich möchte dann zum Zweiten auf ein paar der Mechanismen weisen, die dazu beigetragen haben, dass eine Form, die einst als sozialistisch wohl gemeint war, dann doch in illegale Praxis abgedriftet ist. Auch objektiv gesehen in nichts als, nee, ich kann es nicht anders sagen, der Gewaltkriminalität von rechts gerückt ist. Schaut euch euren Vater an, ihr Kinder, für wen schreibt er jetzt? Ja, der schreibt jetzt für Ostpreußen, das es nicht mehr gibt. Und für ein Land, das es zum Glück ebenfalls schon lange nicht mehr gibt. Aber Irrtum ist mir lieber als die Illusion, dass die Bewegungen in der dritten Welt, dass die funktionieren, was für die Kokabauern und die ungesetzlichen Vertreter, die sie sich genommen haben, funktioniert, gültig sein mag. Oh nein, ich sehe gerade, dass die tot sind. Ja, die gehen ein, bevor ich es noch schreiben kann, dass sie gestorben sind. Das Modelle also, die an den Bewegungen zur Freiheit dort gewonnen werden, auf die Metropolen und Verhältnisse der hochindustrialisierten, parlamentarisch und dazu noch demokratisch ausgerichteten Gesellschaft niemals anzuwenden sind und aus.
muss man was anderes machen. Aber was? Aktionismus.
Hans und Grete. Schneiden mich. Ich bin ganz isoliert. Auch von den anderen. Sie hören nicht auf mich. Sie dürfen es nicht mehr hören. Denn ihr Baby hat es verboten.